bin Lotrelli und hatte spontan noch Lust weiterzuspielen, da der letzte Part ja so kurz war. Okay, wir gehen in die Curious Factory. Und in der Ruby Passage, als im letzten, waren alles eher Pflanzenlevel und hier sind alles maschinelle Level. Und das wird genauso lustig, wie es sich anhört. Schon alleine die Gegner sind total cool, Stachelkugeln. Mal reproduzieren sie diese Köpfe dann wieder, aber das dauert ein bisschen. Ein interessanter Aspekt, es gibt einen Gegner, der erst ab Hard vorkommt. Und das sind genau diese blauen Vögel, die mich in Valorant 2 und Valorant 3 schon total genervt haben. Nur diesmal etwas sind sie etwas maschineller aus, aber sonst sind sie genau gleich. Lauft vor sie hin und sie greifen euch an. Die zeige ich vielleicht, ach ja, vielleicht mache ich das Spiel sowieso mal irgendwann in Super Hard durch, dann seht ihr die E's und sonst... Schaut irgendwas anderes an oder guckt auf Super Mario Wiki oder sonst was. Okay, da können wir durch, bringt uns aber nichts, weil wir wieder runterfallen. Sowas hatten wir in Valorant 3 auch schon öfters. Genau solche Rätsel. Wir müssen platt werden. Oh je. Da kommen wir nicht durch. So. Gut. Hier haben wir ein Puzzleteil. Und ich weiß jetzt nicht, war das ein Geheimnis da? Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob man da das zerstampfen konnte oder ob ich mir nur mal gedacht habe, dass da was ist. Ich gehe mal ganz rüber. Rup, rup. So, und jetzt... Nee, da kann ich ja dann gar nicht mehr... Nee, war nix. Habe ich mir eingebildet. Okay, sorry. Diese Maschinen machen einen wieder normal, wenn man... platt ist. Dafür sind diese Maschinen aufgebaut. Und sie erledigen den Job großartig. Und hier haben wir maschinelle Stampfer, die diesmal nicht von irgendwelchen Fledermäusen oder sonst was getragen werden müssen. So, jetzt können wir da einfach mal rüber schweben, wenn wir das schaffen. Okay, gut. Und dann darauf und noch weiter rauf. Und da werden wir wieder normal und da haben wir einen Kristall. So. Runter. Und jetzt können wir wieder raufgehen. Okay. So. Okay. Das sind wieder die Stampfer. Und ich schaff's nicht einfach so durch, natürlich. Aber da haben wir eh ne Dings, was uns bekommt. Ach ja, da gibt's ja auch irgendwas, wo ich nur eine Chance habe, das Geheimnis zu finden. Ich hoffe, ich schaffe das später. Naja, hier haben wir mal ein Rätsel. Und hier haben wir The Professor. Warte, ich muss mich... Ah ja, wir müssen einfach den Schalter betätigen. Und das war schon. Okay. Und wir haben schon wieder fast 4000 Punkte. Sind immer so gut unterwegs. Oh je. Weiß nicht, was das bringt, wenn man da sowieso gleich wieder groß wird. Okay, und genau in diesem Areal würden dann diese besagten Vögel auftreten. Und in noch vielen anderen Level. Falls jemand von euch das Spiel zu Hause hat, hinten auf der... Nee, warte, ich weiß gar nicht, ob das Bild von hinten auf der Packung drauf ist oder ob ich das Screenshot im Internet gesehen habe und mich damals gefragt habe. Hm? Diese Vögel? Die habe ich nie gesehen. Bis ich dann hart durchgespielt habe und dann waren sie da. Und sie nerven wirklich extremst. So, Valorant 4 habe ich in Super Hard erst durchgespielt, als sie... das habe ich durchgespielt, während ich Valorant 2 noch Let's Played habe. Also aus Neugierde. Und ja, es ist... Man kann es echt als I wanna be the Wario bezeichnen. Wenn man ein schlechtes Wortspiel auf I wanna be the guy machen will. Okay. Dann Röhre. Oh ne. Das Rätsel. Brauchen den Stein. Durchwerfen. So. Dann brauchen wir dich. Wir können da runterschweben. Da rein. Und Wasser, um normal zu werden. So, hier oben haben wir den Stein. So. Dankeschön. Ah.
So, mach uns platt. Kann ein bisschen dauern, bis ich das Rätsel gelöst habe. Ich meine, es ist leicht, nur der Stamm vernervt. Okay. Okay. Gut, und jetzt noch als Platter darunter. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft. So. Gut, mach uns platt. Danke. So und so. Gut. Und schnell wieder raus. Ich weiß, ich mache euch stärker damit, aber das ist mir wert. Dann halt nicht. Bin jetzt auch zu faul. Noch ein Geheimnis da, und zwar ihr seid da drin und der Roboter im Hintergrund gefällt mir. Und da ist auch nicht mehr als das. Ja, das sind dann wieder solche Räume, wo dann normalerweise einfach nur ein Hard- oder Superhard die Schatz sind. So, in diesem Raum haben wir dann schon wieder den Froschschalter. Und zwar genau da. Gut versteckt, ne? Weil ich beim ersten Mal nicht gefunden. Bin als Kind bei dem Spiel echt teilweise voll verzweifelt. So, das erste Mal, dass wir Feuer sehen. Es war... ist nicht mehr so, dass das Feuer nach einer Zeit uns runterbrennt, sondern je nachdem, wie oft wir an der Wand anstoßen. Also 1, 2 und 3, dann sind wir Feuer. So. Da geht's natürlich auch noch runter, aber da müssen wir fester dagegen rammen. Dann kommen wir da runter. Okay. Und da wird ein bisschen schwindelig in dem Raum. Am kleineren Bildschirm ist das irgendwie viel extremer. Naja, mir wurde da jedenfalls immer ein bisschen schwindelig, wenn sich ständig dreht. Vielleicht konzentriere ich mich auch auf die falschen Dinge. Ist egal. Hier haben wir jedenfalls noch ein paar Punkte. Wir haben ja schließlich erst, sage ich mal, 7000, aber da oben ist noch ein Tausender. So, naja, da wo wir hin müssen, die Chance, die ich meinte, wo wir nicht viel Chancen haben. Das ist genau die Audio-CD. Die will ich natürlich schon holen. Kommt dann natürlich erst, wenn wir den Froschschalter aktiviert haben. Und hier ist der Schlüssel. Ich weiß, nicht so gut versteckt, aber so. Ich wollte nur zur Sicherheit sehen, ob da noch irgendwo ein Kristall war. Aber anscheinend nicht. Okay, dann Froschschalter, wir kommen. Und hurry up. Okay, jetzt hurry up! 3 Minuten 30, eigentlich viel Zeit, okay. Naja, somit könnt ihr halt immer abschätzen, wie lange der Part ungefähr noch dauern wird. Obwohl, ihr könnt auch einfach auf die Zeitleiste unten gucken. Ich nicht. Ich habe keine Zeitleiste während dem Aufnehmen. Ich sehe nur, wie viel ich schon aufgenommen habe, nicht wie viel ich noch aufnehmen werde. So, okay, du dreh dich um. Stirb. So. Okay. Okay, okay. Entschuldigung fürs Pfeifen. So. So, und du machst uns jetzt platt. Weil dafür müssen wir platt sein, damit wir die Audio-CD noch kriegen. Jetzt schweben wir einfach mal ganz weit runter. In diesem Raum waren wir ja schon. Ein Blatt Papier. Und da rein. Okay, jetzt hoffe ich nur, dass ich das schaffe. Okay, gut. Warte, was war daran jetzt nochmal schwierig? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war daran schwierig. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn man es nicht weiß, dann schwebt man dran vorbei oder so. So. Und wir haben die 10.000 erreicht. Cool.
glaube, da unten ist nichts. Glaube ich nicht. Ich habe jetzt auch keine... Ah ja, genau, da ist der Kristall. Wir könnten aber trotzdem nach unten vorbeischauen. Ah ja, da sind noch Gegner, cool. Können wir noch ein paar Punkte holen? So, da ist nur ein Gegner, okay. Okay. Und jetzt können wir da rauf gehen. Da haben wir das letzte Puzzleteil. Ich weiß nicht, ob das wirklich offiziell Puzzleteile sind oder ob man das irgendwie anders nennt. Pyramidenstücke oder so ein Scheiß. Weiß nicht, ist auch wurscht. Und wir beenden jetzt das Level einfach als Platte. Sind wir zwar ein bisschen langsamer, aber es sieht lustig aus. Okay. Dann haben wir es, glaube ich, eh schon geschafft. Und ich glaube, jetzt höre ich wirklich auf, weil mein Hals tut langsam weh von vielen Reden. Also, dann. Das Level haben wir auch geschafft. Warte, aber so viele Geheimnisse gab es da jetzt auch wieder nicht, oder? Vielleicht gibt es noch irgendwas. Könnt ihr ja jederzeit in den Comments schreiben. Und andere können sich dran noch freuen. Okay. Perfekt. Und es wird eingesetzt. Warte, was war die zweite Welt? Was ist das? Eislevel oder? Nee, Toxic Landfill. Finde ich eigentlich ein cooles Level. Okay. Dann noch Musik anhören und dann war's das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Driftwood and the Island Dog. Künstler.